Ja, ich muss noch mal zurück. Ich muss noch mal zurückgucken. Auch noch ein paar Sachen. Ich hätte gerne andere Kleidung. Ich traue mich hier nicht weiter. Vielleicht irgendwas, um mich zu verteidigen. Das Messer, ich weiß nicht. Die Axt, okay. Gut, ich hätte eine Axt und einen Speer. Aber ich hätte gerne eine Waffe, wenn es möglich wäre. Sie verrückt. Ich renne einfach noch mal zurück. Egal, ob ich wen treffe. Vielleicht sind ja nicht alle verrückt. Vielleicht dachte ich, meine Verrückte, die würden sich doch nicht. Weil sie sehen selbst gebahrt aus. Die würden sich doch nicht Häuser bauen. Obwohl, ich weiß ja nicht, wie intelligent sie sind. Vielleicht können sie ja Auto fahren. Da haben Waffen. Versuche einfach vorsichtig zu sein. Ich habe kaum was. Ich brauche noch Trinken. Ich brauche Trinken mit. Jetzt geht es mir gerade einigermaßen gut, aber. Zum Trinken wäre trotzdem noch fein. Jetzt gucken. Noch was ist? Was haben wir hier? Eine Lichtmaschine. Interessant, was haben wir hier? Ja. Dosenöffner. Nicht mal so verkehrt. Da hätte ich jetzt gerne eine Dose dafür. Zigaretten. Endlich was zum Rauchen. Ach, unbedingt eine Zigarette jetzt. Heftig. Warum lege ich sie auf den Boden? Ach. Wir waren hier schon drin. Wo war ich jetzt noch nicht? Keine Ahnung. Etwas langsamer gehen, vorsichtiger. Oh, Zigarette. Mann. Mach doch keine Trainings. Oh mein Gott! Short. Gönn ich mir. Was zum Essen wäre trotzdem fein. Oder zum Trinken. Da kann doch nicht alles leer sein. Muss doch noch irgendwo was zum Essen sein oder zum Trinken. Da ist eine Tür. Möglicherweise hier drin. Haben wir hier drin nichts? Nicht mal ein Zucchini-Samen. Habe ich mit Samen. Ach, die Wurst von dem anderen hätte ich jetzt nicht gern gegessen. Was ist das da hinten? Hinten. Er sieht mir jetzt nicht so verrückt aus. Es wagen kann. Es ist mit Vorsicht zu genießen. Hier drin? Hallo? Hallo? Skip? Hallo? Tibi?
Skip? Alter TP, was machst du hier? Fuck! Was machst du hier? Alter, ich dachte... Alter, ich hatte dich zuletzt gesehen, als wir aus unserer Zelle rausgezerrt wurden. Ja, Mann, die haben mich in ein Flugzeug gepackt und dann freier Fall. Ich weiß nicht, was passiert ist. Freier Fall. Gefesselt. Dann irgendwelche Psychopathen, die mich attackiert haben. Keine Ahnung, was das für Typen waren. Extrem drauf. Musste wegrennen. Dann habe ich gesehen, es gibt hier riesengroße Roboter. Ich weiß nicht, wo wir sind. Skip. Shit, ich wünsche mir das Gefängnis zurück. Ich sag dir ganz ehrlich. Alter, du hast dasselbe beschrieben. Mir ging es auch so. Ich bin aufgewacht im freien Fall. Ich konnte gerade noch so den Fallschirm ziehen und diese Psychos, von denen du redest, die sind mir auch begegnet, Mann. Ich habe auch ein paar davon abgestochen. Vielleicht siehst du meinen Speer, der ist ein bisschen blutig schon. Und, ja, ich wusste auch, ich wollte nicht, ich musste. Der hat mich angegriffen, ohne irgendeine Vorwarnung. Ich habe keinen Plan, was mit dem los ist, mit dem Lato. Aber ich mir geht jetzt genau anders wie dir. Ich stehe drauf, Mann. Ich stehe richtig drauf. Diese Insel, das ist viel besser wie der Knast. Ich feiere es richtig. Ach, ich weiß nicht, ich wünsche mir wieder den Seifenbücket-Action zurück. Ganz ehrlich. Und hast du auch in deiner Knasthose ein Radio gehabt? Also so eine Art MP3-Player? Richtig cool, Mann. Ich hatte eine Karte, aber die habe ich weggeschmissen. Die hätte ich auch, ja. Ich habe meine Wegkarte. Ich hab Angst gehabt, dass man mich irgendwie durch diese Karte noch verfolgen könnte oder so. Ich hab mich gefreut, ich war frei und dann auf einmal diese scheiß Psycho-Action. Tut mir leid, Kumpel. Ist mir gerade ein bisschen peinlich. Moment. Oh mein Gott, Skip! Oh, ich muss gerade ganz, 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 ganz dringend, aber... Oh, fuck. Das war ich. Aber Alter, cool, dass du hier bist, Mann. Ich bin auch froh, dich hier zu sehen. Den einzigen Normalen hier anscheinend. Jetzt bin ich endlich nicht mehr allein, aber... Alter, du bist gut ausgerüstet, Mann. Ja, ich hatte Glück. Tankstelle. Ich war da an einer Tankstelle. Ich wollte nur was zum Trinken oder zum Essen haben und dann habe ich diesen Rucksack hier gefunden. Als erster hatte ich einen kleineren Rucksack. Also es liegt noch einer dort, wenn du einen brauchst. Wir müssten nur dorthin wandern. Es liegt noch ein kleinerer Rucksack dort und dann nebenan war der größere Rucksack. Dann habe ich mir logischerweise einen größeren Rucksack mitgenommen. Einen Schokoriegel habe ich auch, aber leider nichts zum Trinken. Aber es geht aktuell ein bisschen. Warte mal, Alter. Wenn du willst, kann ich dir was zum Trinken geben und du führst mich dafür zum Rucksack. Was hältst du davon? Ja, das ist eine gute Idee. Machen wir das so. Weißt du noch, wem Knast einmal hilfst du mir, einmal hilf ich dir, so ähnlich. Weißt du noch? Okay, warte mal, ich geb das mal. Was geb ich? Danke dir. Du bist meine Rettung. Sag mal, Alter, kann das sein, dass es deswegen bei dir so hämmert, weil du so durstig bist? Nee, keine Ahnung, was hier los ist. Ich dachte, ich werde verrückt und höre als Einziger dieses Hämmern. Es nervt mich. Alter. Übertrieben, aber ich kann es nicht ändern. Übrigens, wir sind nicht allein auf der Insel. Ich habe hier schon Soldaten gesehen. Auf dieser Insel. Ja, vielleicht hast du schon gesehen, hier ist ein komischer Turm gebaut. Ja, ich wusste, das kann nicht von, das muss von Menschen gebaut, also das muss von irgendwelchen Einheimischen hier, obwohl alle Heugebäude, glaube ich, sind von Einheimischen hier gebaut. Ja, ich war ja schon in der Polizeistation und es war alles leer. Ich kann mir vorstellen, dass die hier gebaut haben und immer wieder hier, also sich ja schon alles einverleibt haben. Deswegen findet man hier auch nichts. Ja, ich finde auch sehr, sehr, sehr wenig. Ich hätte gern eine Waffe oder so, um mich zu verteidigen gegen die Verrückten. Er sagte, dass die Soldaten auf unserer Seite stehen. Ich weiß ja nicht, was hier abgeht. Vielleicht ist es die Polizei, die uns wieder einfangen möchte. Ich habe auch noch mit keinem gesprochen. Ich hatte Angst bisher vor ihnen. Das kann ich verstehen.
Also ich habe bis Ich jetzt weiß nur. nicht, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wir wurden auf diese Insel abgeschmissen. Es gibt hier Leute mit Waffen. Was ist, wenn die hier sind, um uns zu jagen? Hast du schon mal so gedacht? Ja, die wollen uns wieder zurück ins Kätzchen bringen. Obwohl, es wäre vielleicht gar nicht Eben, so genau. verkehrt, wieder ins Gefängnis zu gehen. Nein, ich gehe nicht mal in den Knast. Ich würde sagen, du zeigst mal einfach, wo der Rucksack ist. Vielleicht finden wir auf dem Weg dorthin irgendwas. Hast du eine Karte? Keine Karte? Hast du eine Ich habe Karte? dieselbe Karte, die du hast. Und wo ist eine Karte? Also ich hatte eine einstecken. Verdammt, vielleicht habe ich sie. Oh no. Nicht die Bankomatkarte jetzt. Eine Karte von der Insel oder wo wir sind. Oh, ich hab hier Papier. Ich habe hier eine Karte. Ja, lass mal gucken. Oh. Hier gibt es jede Menge Wein. Ich hätte gern schon Lust, hier was zu trinken, aber ich habe Schiss, dass ich dann hier die Orientierung verliere. Ich möchte hier nicht betrunken durch die Gegend laufen. Verständlich. Gut. Ich habe zufällig eine Karte gefunden. Okay. Das Gehen wir Glück ist los, doch oder? noch meiner Seite. Ja, komm, lass uns losgehen. Wir müssten hier in die Richtung. Sollten, glaube ich, eigentlich nur. Skip, bist du hier? Oh Gott, lass mich nicht allein. Ich bin hinter dir. Ja, aber ich zu schnell. Wir sollten eigentlich nur auf der Straße bleiben. Nee. Ja. Stimmt nicht ganz. Ich habe mich verlaufen. Oh Gott. Wo bin ich? Skip. Oh, lass mal gucken, ob Kamst hier du was. vielleicht von der anderen Seite? Nee, nee, ich kann. Ich bin den Hügel runter. Ich bin den Hügel runter. Weil eine Horde von Verrückten hinter mir her war. Aber die waren vom Militär oder so. Die waren komplett ausgerüstet, Militärkleidung. Aber welchen Hügel? Hier einfach gerade runter. Einfach gerade den Hügel hoch, dann führt uns das zu einer Straße und der Straße müssen wir dann folgen. Aber von dort bin ich auch gekommen. Das verwirrt mich jetzt. Nee, ich zeig's dir kurz. Ich bin ein bisschen querfeldein durch Abgang. Hast du eigentlich irgendeine Ahnung, wo wir sind? Nee, ich habe keinen Plan, Mann. Warte auf mich nicht so schnell. So, lass mich kurz gucken. Nee, wir müssen noch einmal querfeldein. TP, ich wollte nur sagen, einmal ja. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe, was du meinst, Skip. Natürlich verstehe ich dich, Skip. Sehr gut. Mann, Alter, ich sag dir. Ja, das ist besser. Ich kurz mal auf die Karte gucken. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen jetzt nur durch die Okay. Hauptstraße entlang. Vielleicht habe ich ja was Schlechtes gegessen und das hämmert deswegen in meinem Kopf so. Nee, Mann, es ist dasselbe bei mir. Ich weiß nicht, was es ist, aber das Hämmern hört einfach nicht auf. Skip, aber du hast keine Ahnung, wie froh ich bin, dich zu sehen. Mir geht's genauso, Alter. Wir wurden im Flugzeug, wurde mir eine schwarze Haube in den Kopf gezogen. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich wusste nicht, was mit den anderen Gefangenen passiert ist. Ging mir genauso. Und auf einmal plötzlich freier Fall. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ist das Flugzeug abgeschossen worden? Haben die uns rausgekickt? Ich weiß es nicht.
Ich war plötzlich im freien Fall, bin irgendwo runter, da war ein Gebäude, da bin ich rein, habe ich nichts gefunden. Ich habe mir gedacht, ich muss die Gefängniskleidung loswerden, ganz schnell. Das Oberteil zerlegt, die Karte weg, weil ich Angst hatte, dass sie mich über die Karte irgendwie aufspüren können. Ich weiß ja nicht, ich habe keinen Plan, Bruder. Ich sehe hier riesengroße Roboter herumlaufen. Die haben anscheinend richtig böse Technologie am Start. Hattest du auch die Hände gefesselt, als sie dich hier rausgeschmissen haben? Ja! Ich bin aufgewacht und ich hatte Panik, ich sag's dir. Ich habe erstmal nicht mal kapiert, dass ich einen Fallschirm hatte. Keine Ahnung, wie. Zum Glück habe ich Filme geguckt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Fallschirm. Ich weiß nur, in den Filmen Reißleine ziehen. Das habe ich getan. Dann. Ich hatte unten das Glück, dass ich mit meinem Dad früher jagen gegangen bin. Hab mich früher mitgenommen. War auch der einzig der wenigen guten Sachen, die er getan hat. Okay. Sind wir noch richtig? Absolut richtig, es gibt. Wir sind absolut richtig. Mann, dieses Hämmern! Das macht einen verrückt, ja. Das macht einen richtig verrückt. Alter, ist der auch so warm? Nee, gerade geht's noch. Ich glaube, ich muss doch die Mütze wieder ausziehen. Das Problem ist, bei mir in meinem kleinen Rucksack passt der Pulli nämlich noch nicht rein. In meinen kleinen Jute-Rucksack hier. Scheiße, wir sind gleich da. Okay, vielleicht müsste man noch ein bisschen Gas geben. Wir müssen auch mal rausfinden, was hier los ist, wo wir sind. Was ist mit diesen Freaks los, die einen dauernd angreifen? Keine Ahnung, vielleicht ist es irgendwie. Ich konnte auch bisher noch mit keinem von diesen Freaks irgendwie reden. Ich war in der Nähe von der Stadt, auf einmal springt der Typ über den Zaun drüber und attackiert mich da. Ja, keine Ahnung, die reagieren auch gar nicht auf das, was ich gesagt habe. Wohl, okay, was habe ich gesagt? Hab. Shit, Skip. Ich bin einfach nur froh, dass du da bist, Tibi, mittlerweile. Ja. Geteiltes Leid ist halbes Leid, wie ich immer sage. Ist mir warm. Brauchst du ein Häuschen, Skip? Ich merke auch dauernd, dass wir im Knast wirklich nur auf und abgelaufen sind im Hof. Mir brennen die Beine, ich sag's dir. Ja, aber ich bin jetzt schon seit ein paar Stunden unterwegs. Ich hatte auch eine Uhr. Wir haben es 12 Uhr, als ich abgeschmissen wurde. Genau. Hatte ich eine Uhr. Du auch? Also ehrlich? Schon. Natürlich habe ich eine Uhr. Ah, ich sehe. 11.47 Uhr. Aber mich interessiert die Uhrzeit ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht so. Ich bin nur ein bisschen schon, weil mir ist jetzt schon so warm. Das ist, wenn es erstmal Mittag rum ist. Ich kann gerade nichts ablegen. Meine Schuhe sind auch schon ziemlich durchgelaufen. Gut, es dauert nicht mehr lang, Skip. Wir müssen hier noch ein bisschen Gas geben. Kannst du noch? Ah, ich habe zum Glück eine Limo gefunden. Sag mal, ist Cappy ab. Irgendwie finde ich sie auch schön. Und irgendwie auch nicht. Ich sag ja, das ist besser als der Knast. Haben wir nicht immer gesagt, dass wir, wenn wir mal raus sind und so eine Gegend wollten? Ja, aber hatte die Hoffnung, Strand, Ladies? Viel Drogen, viel Alkohol. Ja, und keine Verrückten.
Naja, gut, das wäre wahrscheinlich bei unserer Party auch früher oder später rausgekommen, Du hättest nicht dabei sein dürfen. ne? Das war nur das eine Mal, das weißt du. Das war aber ein ekliges eine Mal. Ziemlich verrückt. Es gibt Ah, für mich war es einer der besten Abende, die ich hatte. Was ist? Was ist unsere Mission? Warum sind wir hier? Ist es ein Grund, dass wir hier sind? Oder Naja, es sind begnadigt diese. worden? Oder was ist los? Ich frage mich die ganze Zeit, ob diese Freaks Vorgänger von uns waren. Wie meinst du, das sieht ja auch, dass. Dass die auch hier abgesetzt wurden. Stell dir mal vor, vielleicht haben die. Sind auf dieser Insel irgendwann rumgeirrt, haben kein Essen, kein Trinken gefunden. Ja, dann Keine wären sie Ahnung, ja und sind deswegen. tot. Nein, vielleicht sind sie deswegen so verrückt geworden. Weißt du, schmeißen sich auf alles, was lebendig ist. Die müssen ja So eine doch. Art Kannibalen oder sowas. Die müssen ja. Okay, ob sie sich gegenseitig essen, meinst du? Das könnte auch sein, natürlich. Es scheint doch nicht Ja, so dann viele wird zu geben. dasselbe mit uns auch passieren, möglicherweise, wenn wir nichts zum Essen und Trinken finden. Also ich möchte dich nicht essen, denn du bist sehr unhygienisch. Skippy, Das ist ja auch nur auf der Haut, ne? genau, die inneren Werte zählen. Aber das Komische ist natürlich die Soldaten, die vorher in dem Ort unterwegs waren. Was haben die damit zu tun? Und wenn es vielleicht auch Vorgänger von uns sind, wer weiß, vielleicht kann man sich anschließen. Die Frage ist nur, auf dieser Karte, die wir mitbekommen haben, die ist riesig, diese Insel, wo wir sind. Was ist, wenn es verschiedene Fraktionen gibt? Ich habe mich auch schon die ganze Zeit gewundert, es gibt hier Orte, die gelb markiert sind. Was ist, wenn diese gelb markierten Orte verschiedene, verstehst du, Stützpunkte von verschiedenen Fraktionen oder sowas sind hier auf der Insel? Ah, interessant, ich verstehe, was du meinst. Überleg mal, wenn das alles bisher Leute waren, die im Knast und alles möglich waren und die Typen nur halb so draus sind wie wir. Überleg mal, was auf der Insel dann eigentlich abgehen muss. Dann sind diese Freaks wirklich unser geringstes Problem. Vor allen Dingen, ich habe gesehen, dass die Waffen haben. Gut, also wenn die Waffen haben, ist es möglich für uns auch an Waffen ranzukommen. Also wir müssen einfach uns umgucken. Hoffen, dass wir ein paar Waffen finden. Und Munition. Ich habe Munition gefunden. Ich habe jede Menge Shotgun-Munition gefunden. Ich habe sie oft liegen lassen. Einmal habe ich jetzt eine mitgenommen, weil ich in der Hoffnung, ein Magazin habe ich auch gefunden. Aber noch nicht die passende Waffe dafür. Wir sind übrigens gleich hier. Dort vorne ist Ich die sehe Tankstelle. die Tankstelle, ja. Oder mir ist immer noch so verdammt warm. Hoffentlich kann ich in dem Rucksack dann endlich meinen Pulli mal zumindest dort reinlegen. Das ist wirklich krass. Hoffe wirklich, dass wir hier noch Sachen finden. Dann. Wir müssen vielleicht noch wirklich in andere Ortschaften schauen. Vielleicht gibt es auch Ortschaften, wo diese Typen sich noch nicht aufgebaut haben oder nicht geplündert haben, wenn wir Glück haben. Gut, wir wissen ja nicht, wie viele hast du denn gesehen? Naja, in der Ortschaft habe ich jetzt schon drei Leute gesehen und es war in der Ortschaft schon alles leer. Und wie gesagt, da war dieser große Turm und neben dieser Ortschaft war nochmal irgendwas selbstgebautes. Das sah es zumindest aus, weil es sah anders aus wie die Häuser in der Ortschaft. Axki, warte, ich höre wen. Auf, hinter dir, neben dir.
Stopp! Ich treffe den Bastard nicht! Wir haben ihn! Oh mein Gott! Wow! Okay, gut, aber... Okay... Es war... Die sind einfach an uns vorbei. Die wollten nichts von uns. Die sahen auch nicht aus wie die Soldaten, die ich in der Ortschaft gesehen habe. Meine Theorie scheint zu stimmen. Ich werde mal kurz schauen, ob der Rucksack da jetzt irgendwo ist. Ja, Etzeler, mach das mal. War der irgendwo drin? Hinten dran. Ja, ich hab ihn hinten liegen lassen. Ich hoffe, er ist noch da. Und Shotgun-Munition ist auch hier. Hier ist eine Tasche. Dann ist der Rucksack weg. Verdammt. Nimm doch die Tasche. Ich weiß nicht, ob die besser ist wie... Naja, die ist halt zusätzlich da. Warte, Mann. War schon wer vor dir hier. Wir sind eindeutig nicht allein. Hier ist nochmal Munition. Gut, ich nehme sie jetzt aber nicht mit, denn ich möchte mich jetzt nicht vollpacken mit Munition und keine Waffe dafür haben. Da vorne ist noch jemand. Weiß nicht. Ich krieg meinen Pulli auch nicht in die Hüfttasche. Okay, Alter, wenn wir eine Mission haben, dann müssen wir wirklich hier schauen, dass wir weiterkommen. Wir müssen wirklich schauen, dass wir in die nächste Ortschaft kommen, würde ich sagen, und uns weiter umschauen. Gut. Wir haben ja jetzt Karten. Oh nee, was ist das? Was? Hörst du das? Hörst du das nicht? Da lacht einer. Da kommt einer. Warum lacht er? Keine Ahnung. Das ist so witzig. Oh mein Gott. Ich dachte, die können nicht lachen. Piepst! Alter, das ist gruselig, Mann. Der ist definitiv ein Verrückter. Wieso schwebt er in der Luft? Hörst du dieses Piepen von der Weste? Ah, ich kenne dieses Piepen. Er hat eine Sprengstoffweste an. Allerdings. Besser, ein bisschen besser Abstand ist, halten. Kommt uns nicht zu nah. Das besser etwas Abstand halten. Alter, das hört sich an, wenn er unter dem Tankstellendach ist, als würden zwei lachen. Blöde Frage, Kumpel, dass du zufälligerweise in deinem Rucksack noch Platz für meinen Pulli. Ja, safe. Brüch her. Bei mir ist echt warm, Mann. Aber da ist doch noch was drin, oder? Im Rucksack, im Pulli. Aber nichts, was ich gerade brauche. Gut, dann muss ich das extra reintun in den Rucksack, weil sonst kann ich deinen Pulli nicht nehmen. Gut. Na, okay. Ich werde immer noch lachen. Ist creepy, oder? Der Typ ist richtig creepy. Ich sehe rechts eine Ortschaft. Bist du bei der schon gewesen? Möglich. Ich war etwas orientierungsleicht. Ja, da habe ich mich nicht rein. Da waren die riesen Roboter. Und da wurde ich dann auch noch attackiert von diesen Verrückten und dann musste ich los. Ich hatte Angst. Aber jetzt sind wir zu zweit. Vielleicht. Du meinst, wir zu zweit kommen gegen Riesenroboter an? Nee, aber gegen die Verrückten. Die Riesenroboter sind... Sorry. Ich glaube, ich sollte mal was trinken. Die Riesenroboter sind in einem eigenen Bereich. Okay. Wenn du meinst, es gibt da was zu holen, bin ich dabei.
Machen wir das. Etwas für uns zu holen. Lasst mich raten, da wo die großen Krane sind, sind es wahrscheinlich auch die Roboter, oder? Das ist richtig. Ich finde, wir sollten uns erstmal irgendwie einen Plan ausdenken. Wir sollten nicht einfach hier blind runterlaufen. Gut, gut, gut. Wenn sowieso ein kleines Päuschen brauchen. Einen schattigen Das. Plätzchen. Vielleicht hier mal kurz ausruhen. Überlegen, Eine wie gute Idee wir weiter kommt auch. vorgehen. Ah, oh, das ist mal eine gute Idee. Okay, du.